So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mal den BZ-58-2 und Kampfpanzer 3 Projekt 07 HK, zwei Neuzugänge für Marken für den Battle Pass anschauen. Was passiert, was geht, was gibt's, das schauen wir uns an. Los geht's. Unter den Belohnungsfahrzeugen für den Battle Pass sind Verstärkungen eingetroffen. Die Veteranen müssen zusammenrücken. Wir präsentieren den schweren Panzer BZ-58-2 und den Jagdpanzer Kampfpanzer 3 Projekt 07 HK. Zwei neue Fahrzeuge, die ihr mit Marken für den Battle Pass erhalten könnt. Zuerst ein Panzer, der gerne an der Front steht. Sieht aus wie der 50 DP, oder? Der Neuner. Der chinesische schwere Panzer der Stufe 9, BZ-58-2. Er ist ein bequemer schwerer Panzer, der gar nicht der Beste sein will. Das wird deutlich, sobald er sich bewegt. Der BZ besitzt eine typische Höchstgeschwindigkeit für schwere Panzer, 35 Stundenkilometer. Er erreicht diese schnell und kann mit seinen schweren Genossen Schritt halten. Gleichzeitig ist der Panzer recht massiv und selbst für schwere Fahrzeuge gut gepanzert. Die obere Frontplatte besteht aus 70 mm Panzerung in hervorragendem Winkel. Das gleiche gilt für die Seiten. Das klingt vielleicht nicht besonders stark, aber die Panzerung enttäuscht auf dem Schlachtfeld nicht. Mit seinem Turm kann der BZ über die meisten Gegner nur lachen. Er ist groß, gusseisern und praktisch geformt. In Zahlen gesprochen erreichen wir 380 mm effektive Panzerung. Boah, das ist schon hart. 380 mm plus 280 frontal. Puh, das ist schon eine Ansage. An einigen Stellen. Aber wie alle klassischen schweren Panzer hat der BZ einige Schwachpunkte. Die untere Frontplatte und die beiden Kuppeln. Erstere ist zwar groß, aber nicht schwer zu verbergen. Dafür braucht ihr nur eine Anhöhe oder ihr nutzt Sidescraping. Sehr cool, das haben sie sehr geil gemacht, ja. Definitiv, wenn man das so hinkriegt, dass das Fahrzeug so steht, perfekt. Hinsichtlich der Kuppeln müsst ihr intelligent spielen. Die leichteste Option ist es, die Wanne rhythmisch zu bewegen, damit der Gegner sie nicht leicht anzielen kann. Ob das mit Absicht war, dass er jetzt auf den Turm irgendwo anders hingeschossen hat. Naja, also sie haben schon recht, was sie sagen, definitiv. Aber prinzipiell kann man jetzt anders auch darstellen. Aber alles gut, es ist ja schon mal schön, dass man ein paar Tipps und Tricks hier im WOT-Video hat. Schön. Oder ihr findet passendes Gelände. Der BZ hat eine ziemlich gute Geschützneigung. Minus 8 Grad. Wenn er unebenes Gelände erreicht, bemerkt der Gegner möglicherweise nicht einmal die Schwachstellen des Turms. In Situationen, wenn die Kuppeln sichtbar sind, muss der Gegner gut zielen. Das hilft dem BZ. Während der Gegner zielt, schlägt der BZ zu. Und er trifft stark und konstant. Das 130 mm Geschütz zieht dem Gegner 520 Strukturpunkte ab. Das ist besonders gefährlich, wenn der Panzer sämtliche Ausstattung besitzt. In Situationen, wo alles für den Schusswechsel spricht, kann der BZ ihn gut eingehen. Nicht nur wegen seines Alpha-Schadens, sondern auch durch seine Strukturpunkte. Er hat davon mehr als die meisten schweren Panzer seiner Stufe. Naja, also wenn man das den Vergleich hier sieht, er hat davon mehr als, könnte man den auch hier hinsetzen. So, weil die haben alle gleich so viel. Ja, also. Weiß ich nicht, 50 mehr ist jetzt auch nicht so wirklich der Renner, keine Ahnung, also mehr als die meisten auf seiner Stufe, also mehr als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, von Gesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also noch nicht mal mehr als die Hälfte, auf keinen Fall. Als die meisten schweren Panzer seiner Stufe. Im Schusswechsel ist die Durchschlagskraft entscheidend. Einfach nur auf den Gegner feuern reicht nicht, wenn die Granaten nicht durchschlagen. Ihr müsst auch immer zielen. Hier hilft die hohe Genauigkeit des BZ. Selbst ohne Besatzung und Verbrauchsmaterial sind seine Werte gut. Wenn ihr den Panzer komplett ausstattet, wird er noch besser. 0,35 ist jetzt, also gut ist jetzt nicht 0,37 und 0,35 auch nicht gut. 0,3 wäre gut, wo ich sage, boah, ja, das ist Schmacko für Navy, aber 0,35, weiß ich nicht, sind so ein bisschen, Natürlich können 50 HP Gefechts entscheidend sein, ja, aber
das so anzupreisen mit den HP, weiß ich nicht. Ihr solltet diesen Panzer so ausrüsten, dass seine Vorteile hervorgehoben werden. Als Beispiel verbesserte Härtung im passenden Platz, um an der Front zu überleben. Turbolader, um Positionen zu erreichen und nach dem Schuss zurückzurollen. Ansetzer im letzten Platz, um schneller Schaden zu verursachen. In der zweiten Konfiguration könnt ihr den Turbolader gegen den vertikalen Stabilisator austauschen, um komfortabel auf Distanz zu feuern. Das Verbrauchsmaterial ist etwas komplizierter. Ersatzteilkiste und Erste-Hilfe-Kasten sind unabdingbar. In den dritten Platz gehört ein Feuerlöscher. Der BZ kann bei einem einzelnen Treffer der unteren Frontplatte in Brand geraten. Aber wenn ihr dennoch verbesserte Rationen nutzen wollt, ersetzt die Härtung mit der veränderten Konfiguration oder nehmt Brandschutz über eine Fertigkeit oder Direktive. Der BZ-58-2 ist ein Panzer für vorne. Halte ich tatsächlich eher gerade nicht so viel von dem letzten Satz jetzt hier, hier mit der Ausstattung, mit dem, dass man unbedingt Feuerlöscher mitnehmen soll, beziehungsweise dann hier die veränderte Config mitnehmen soll. Härtung mit der veränderten Konfiguration oder nehmt Brandschutz über eine Fertigkeit oder Direktive. Der BZ-58-2 ist ein Panzer für vorne in der Mitte. Sein Platz ist immer an der Front, mitten im Gefecht. Durch die vielen Möglichkeiten im Positionsgefecht seid ihr im Zufallsgefecht immer auf alles vorbereitet. Das ist der Vorteil des BZ. Er ist einfach und effizient. Was könnte noch besser sein? Vielleicht interessiert euch unser einzigartiger neuer Jagdpanzer. Der, also Videos sind schon sehr cool gemacht, also fühle ich schon, steckt viel Arbeit drin, ist cool gemacht. KPZ 3 Projekt 07 HK ist ein deutscher Jagdpanzer. Apropos, wenn euch das Video gefällt, drückt doch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich auch freuen. Panzer der Stufe 9. So, TD haben wir jetzt. Los geht's. Sein Aussehen erinnert an die schwedischen Jagdpanzer. Aber da endet die Ähnlichkeit. Vielleicht zählen auch die zwei Modi dieses deutschen Jagdpanzers dazu, aber sie funktionieren eher wie die des Kunze-Panzers. Und das bedeutet, seine interessantesten Eigenarten liegen unter seiner Motorhaube. Der erste Modus ist der Reisemodus. In diesem Modus hat der Kampfpanzer nahezu keine Geschützneigung, durchschnittliche Genauigkeit und langsame Zielerfassung. Als Vorteil hat er dafür hervorragende Beweglichkeit und den höchsten Schaden pro Minute aller Jagdpanzer der Stufe 9, mit Ausnahme der britischen Tortis. Auf den ersten Blick scheint er in diesem Modus nur fahren und den Gegner mit seinem Äußeren verwirren zu können. Dabei hat der Kampfpanzer viele Argumente. Seine Beweglichkeit. Also das, was Sie gerade sagen, können doch die Stritzwagen auch. Travel-Modus, Schießmodus, hä? Ist doch genau das gleiche wie bei den Stritzwagen. Kalt in diesem Modus ist ein großer Vorteil. Damit kann er Schlüsselpositionen einnehmen, Flanken wechseln und schnell in Position sein, um vorrückende Gegner zu beschießen. Aber der größte Vorteil des Fahrzeugs im Reisemodus ist die Fähigkeit, zurückzuschlagen. Im Nahkampf könnt ihr gut reagieren. Ihr wartet, bis der Gegner auf eure stabileren Verbündeten feuert. Dann rollt ihr hervor und gebt... Also ihr verkauft eure Verbündeten und dann fahrt ihr vor. ...einige Schüsse ab. Um sicherzustellen, dass euer Visier in Position bleibt, nutzt ihr das automatische Zielen. Wenn heimtückische Gegner unter euch sind und eure Geschützneigung nicht ausreicht, wackelt beim Feuern mit der Wanne. Sehr stark. Also das ist ein geiler Punkt. Ich glaube, da würde ich tatsächlich auch gerne mal ein Video zu machen, weil ich damit auch viel arbeite. Es hat viel mit Gefühl zu tun, mit diesem Wippen und Wackeln. Also sehr cool, dass ich es anspreche. Ich bin super positiv überrascht, wie viele Sachen die ansprechen. Natürlich kann jetzt hier der Otto Normal WOT-Spieler, der einmal die Woche WOT spielt, jetzt nicht viel mit dieser Erklärung anfangen. Wenn ihr Bock auf ein extra Video habt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen zu solchen Themen. Feuern auf Distanz ist im Reisemodus auch möglich. Die Genauigkeit ist nicht besonders gut, kann aber über Dualmodifikationen eingestellt werden. Damit wirkt der Kampfpanzer nicht mehr so harmlos. Aber es fehlt noch etwas. Und das findet ihr im Feuermodus. Um den Modus zu wechseln, drückt ihr X. Jetzt zeigt das Fahrzeug eine komplett andere Seite. Seine Beweglichkeit und der Schaden pro Minute sinken. Dafür zielt ihr jetzt genau, habt hervorragende Zielerfassung und vor allem eine Geschützneigung von minus 12 Grad. Damit kann der Kampfpanzer in Positionen spielen, die ihm zuvor Schwierigkeiten bereitet haben. Ihr könnt jetzt auch die Panzerung einsetzen.
Die hervorragend geschrägte obere Frontplatte erlaubt es dem Kampfpanzer, AP- und APCR-Granaten von Geschützen mit bis zu 130 mm abzulenken. Also von fast allen schweren und mittleren Panzern der Stufe 9. Ihr müsst nur eure untere Frontplatte verstecken und nach dem Schuss zurückrollen, damit der Gegner nicht auf die Kommandantenkuppel zielen kann. Ja, die Beweglichkeit ist im Feuermodus deutlich schlechter als im Reisemodus, aber genug für kleine Manöver. Und im Feuermodus könnt ihr euch angenehm in Büschen verstecken. Vor allem, weil die Genauigkeit und Tarnung diese Spielweise fördern. Dazu erlauben es die Eigenarten des Fahrzeugs, die ungewöhnlichsten und sichersten Positionen zu besetzen. Andere Jagdpanzer kämpfen um einen Platz bei einem Felsen, aber der Kampfpanzer passt überall hin. Die beiden Modi geben euch nicht nur eine Auswahl, sie erlauben euch auch, auf Gefechtssituationen zu reagieren. Traut euch zu experimentieren und wechselt die Modi, wenn ihr mehr Schaden pro Minute braucht als Genauigkeit oder umgekehrt. Denkt nur daran, der Wechsel des Modus dauert 3 Sekunden. In dieser Zeit seid ihr nahezu hilflos. Sucht also den richtigen Moment für einen sicheren Wechsel. Wenn ihr etwa im Feuermodus entdeckt werdet, solltet ihr euch in diesem Modus zurückziehen. Was in beiden Modi gleich bleibt, sind der mittlere Schaden und die Durchschlagskraft. Seine APCR- und Heat-Granaten fliegen schnell und durchschlagen alles auf... Boah, 1480 Meter die Sekunde ist schon echt super, super gut auf APCR. 1020 auf der Heat ist auch noch okay. Natürlich, klar, langsamer, weil es eine Heat-Granate ist. Aber sonst finde ich diesen Panzer sehr interessant, dass man im Feuermodi zwar weniger DPM hat, dafür eine höhere Genauigkeit. Und im... im Reisemodus, will ich ihn nennen, eine höhere DPM, finde ich interessant, und eine 120er E-Pen, das stimmt, ist auch richtig, richtig stark, ist ein deutscher Tank halt, die haben meistens hohe HE-Pens, aber das gefällt mir schon wirklich richtig gut, muss ich sagen, also ich bin ganz gespannt, wie der zu spielen ist, muss ich ganz klar sagen. Dieser Stufe, aber die HE-Granaten sind wirklich beeindruckend. 460 Schadenspunkte und 120 mm Durchschlagskraft. Auch ihre Geschwindigkeit ist ordentlich. Wenn ihr also einen papierdünnen, schweren Panzer trefft, gebt ihm etwas zu denken. Je nach eurer Taktik für verschiedene Karten müsst ihr euer Zubehör bedenken. Der erste Platz ist für den Ansetzer reserviert, der ist notwendig. Danach kommt es auf die Situation an. Wenn ihr Verbündete aus der Entfernung unterstützen wollt, wählt verbesserte Zielführung und Lüftung. Wenn ihr aufklären wollt, ersetzt die Lüftung durch die entspiegelte Optik. Warum sollte ich mit dem DD aufklären? Das ist noch so der Casus Knactus. Das ist, denke ich, die völlig falsche Spielweise mit dem. Ich will ja Schaden machen, dafür ist der ja gebaut. Wenn die Karte eine aggressivere Spielweise anbietet, wären Ansetzer, Lüftung und Turbolader ideal, um die Beweglichkeit im Reise- und im Feuermodus zu verbessern. Am besten stellt ihr 2 Sätze Zubehör zusammen und wählt vor dem Gefecht die beste Option durch Feldaufrüstung aus. Der Kampfpanzer ist kein klassischer Unterstützer. Seine Effizienz im Gefecht hängt komplett von den Aktionen des Teams ab. Ihr könnt aber selbst einen Spielstil wählen, da er sich an jede Situation anpassen kann. Natürlich könnt ihr auch das ganze Gefecht im selben Modus spielen. Aber versucht ruhig, gelegentlich zu wechseln. Eure Ergebnisse werden wirklich beeindruckend sein. Und die Gefechte werden interessanter und unvergesslicher. Der BZ-58-2 ist ein klassischer schwerer Panzer. Der Kampfpanzer ist ein Fahrzeug mit Eigenarten. Jetzt habt ihr die Wahl. Ihr könnt mit ihnen spielen oder gegen sie. Auf zu den Marken, Kommandanten. Ja, kurzes Fazit. Also ich persönlich freue mich vor allen Dingen auf den TD. Der Heavy, ja, ist jetzt zwar ganz gut gepanzert, aber jetzt auch nichts besonders Neues. Ich freue mich auf diesen neuen, ja, diese Modi, wie die zusammenspielen können. Einerseits hohe DPM, andererseits schlechte Genauigkeit. Finde ich ganz interessant. Bin ich gespannt, wie das Ganze umzusetzen ist. Lasst mir doch gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid und euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf den Abonnieren-Button. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und rein. Ciao, Kakao.